Guten Abend, es ist schon dunkel, ich sitze im Schlosspark. Der Baumann, der Lehrer, der in Berlin lebt. Ja, ich habe mal wieder Herzflimmern und ich hoffe, auf diese Art und Weise den Puls wieder runterzukriegen. Ich hoffe, dass er sich heute Nacht wieder normalisiert. Ich werde mal versuchen, ein bisschen tiefer durchzuatmen, ein paar Meter barfuß zu laufen. Es gibt keinen konkreten Grund, an dem ich das jetzt festmachen könnte, außer diese Gesamtsituation. Diese Angst, dass es nach der Bundestagswahl mit diesem ganzen Wahnsinn so weitergeht wie bisher. Es lastet ein unwahrscheinlicher Druck auf mir, immer wenn ich konfrontiert werde mit diesen Typen, ich möchte noch nicht mal mehr sagen Politikern, die sich jeden Tag neuen Schwachsinn ausdenken und meinen, das wäre Politik. Nein, ist es nicht. Es ist Bevormundung von erwachsenen Menschen, die alles das, was diese Herrschaften da oben tun, selbst besser wissen, besser können und besser machen. Immer schon und auch in Zukunft. Und deswegen geht's mir schlecht. Also eine Politik braucht dieses Land tatsächlich nicht. Mein größter Wunsch wäre, dass meine Mitmenschen diese Leute abwählen. Ja, wählt irgendwas, aber bloß keine Altparteien, Gottes Willen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Linke da irgendeine Hoffnung wäre. Nun gut, da ist wieder eine neue Nachricht reingekommen. Ein neues Video, was mich wieder neu aufregen kann. Ich werde es mir nicht angucken. Ich gucke mir jetzt gar nichts mehr an. Ich versuche einfach nur gesund zu bleiben in dieser ungesündesten aller Zeiten. Mit den ungesündesten Medikamenten aller Zeiten. Mit den ungesündesten Politikern aller Zeiten. Mit dem größten politischen Schwachsinn aller Zeiten. Mit den schlechtesten Bewerbern fürs Kanzleramt aller Zeiten. Tja, wie macht man aus dieser Zeit eine gute Zeit? Indem man bei sich bleibt, indem man tief durchatmet, indem man den Fernseher ausmacht und keine Altparteien wählt. Schönen Abend noch.